Magnete am Kühlschrank, das kennt ja wirklich jeder. Schaut nett aus, ist auch praktisch, man kann was dran aufhängen. Aber man kann da ganz leicht noch einen draufsetzen. Der Kühlschrank ist nämlich nicht der einzige Untergrund, auf dem Magnete haften können. Den Untergrund, den kann man sogar selber machen. Und die Magnete kann man auch selber gestalten. Biene veredelt mit Magnetfarbe alte Bilderrahmen und eine Kommode. Und die passenden Magnete bastelt sie natürlich auch gleich dazu. Mit der Farbe hier will ich sie heute magnetisch anziehen. Da sind nämlich Metallpartikelchen drin und ich kann es verstreichen wie eine normale Farbe auch und kann es auf praktisch jedem Untergrund aufbringen, ganz normal mit dem Pinsel. 500 ml Magnetfarbe gibt es im Bastelladen oder Baumarkt für knapp 20 Euro zu kaufen. Die Farbe selber ist nicht magnetisch, sondern enthält Eisenteilchen. Magnete haften dann auf der gestrichenen metallischen Fläche. Die Magnetfarbe ruhig richtig schön dick auftragen. Und wenn die Schicht hier getrocknet ist, werde ich noch mal eine weitere Schicht drüber streichen. Dann wird der Effekt noch verstärkt. Dazu muss die erste Schicht aber erst einmal trocknen. Mindestens 1 bis 2 Stunden. In der Zwischenzeit hat Biene genug Zeit, um auch entsprechende Magnete zu basteln. Die Metallschicht ist ja schon mal aufgetragen. Was jetzt noch fehlt, sind die Magnete. Und die bastel ich mir aus ganz einfachen Kronkorken und diesen Magnetplättchen hier. Die gibt es im Bastelladen im 10er-Pack für rund 2 Euro zu kaufen. Die Kronkorken füllt Biene mit Heißkleber und setzt die Plättchen ein. Wem die Kronkorken zu langweilig sind, können sie mit weißer Acrylfarbe grundieren und danach einen anderen Farbton wählen. Die erste Schicht Magnetfarbe ist inzwischen getrocknet, sie ist ein bisschen heller geworden. Ich trage die zweite Schicht wieder mit dem Pinsel auf. Wer allerdings was Größeres streichen möchte, vielleicht eine Tür oder ein Stück Wand, der kann genauso gut mit der Malerrolle arbeiten. Die Magnetfarbe ist gesundheitlich ungefährlich. In der Trocknungszeit der Farbe macht Biene mit den Kronkorken weiter. Diese verwandelt sie in echte Schmucksteine. In Gold und Silber wirken sie edel, aber Biene setzt noch einen drauf. Die Kronkorken möchte ich jetzt mit Glitzersteinen verzieren. Dafür habe ich was ganz Tolles entdeckt. Und zwar gibt es für die Klebepistole Munition, die gleich golden und silber glänzt. Die trage ich jetzt auf. Wer sowas mit Kindern machen will, dem würde ich Glitzerkleber empfehlen. Es trocknet zwar nicht so schnell, aber ist absolut kindersicher. Biene dagegen nimmt dazu die Heißklebepistole mit Glittermunition. Damit befestigt sie nicht nur die Steine auf den Korken, sondern verziert diese auch damit. Es funktioniert. Die Rückwand des Bilderrahmens hält die Magnete, aber so grau schaut schon noch ein bisschen langweilig aus. Das Tolle an dieser Grundierung ist, ich kann sie nochmal überstreichen, beliebig bunt oder ich kann sogar Motive draufmalen. Biene benutzt für den Anstrich schwarze Acrylfarbe, denn aus dem alten Bilderrahmen bastelt sie eine Pinnwand im Piratenlook. Als Alternative lässt sich die Rückwand auch mit Serviettentechnik oder einem dünnen Stoff bearbeiten. Der magnetische Effekt bleibt erhalten. Ich habe mir einen Totenschädelstempel aus Moosgummi ausgeschnitten. Der Vorteil am Stempeln gegenüber dem Malen ist, dass es wahnsinnig schnell geht und ich bekomme ganz exakte Kanten. Biene druckt mit dem Stempel das Motiv auf die schwarze Oberfläche. Um die Farbe gleichmäßig und satt aufzutragen, benutzt die Dekokünstlerin eine Farbtube als Walze. Statt aus Moosgummi lässt sich der Stempel auch aus Schaumstoff herstellen. Jetzt kann die Magnettafel in den Rahmen und ich kann auch gleich meine ehemaligen Kronkorken draufpappen. Und wer es weniger gruselig mag, der kann sich zum Beispiel genauso gut ein buntes Prinzessinnenmotiv malen. Mittlerweile ist auch die Schublade der Kommode vollständig trocken. Jetzt kann Biene sie lackieren. Den Acryllack pinselt sie über die Magnetfarbe. Auch auf Wandflächen lässt sich diese Technik mit Wandfarbe anwenden. Während der Lack trocknet, habe ich mir für die Schublade noch besondere Magnete ausgedacht. Hier habe ich mir schon mal lustige Tierchen vorgezeichnet. Der Witz dabei ist, jedes Körperteil werde ich nachher hier aus der festen Pappe einzeln ausschneiden und dann kann ich die Tierchen wie ein Puzzlespiel zusammenpuzzeln. Als Untergrund für die Motive nimmt die Dekokünstlerin den Karton eines Zeichenblocks. Die Tiere sind natürlich ganz im Stil von Biene kunterbunt.
Zum Ausmalen benutzt sie Acrylfarbe und Buntstifte. Auch Wasserfarben sind eine gute Alternative. Jetzt habe ich die ganzen Pappteilchen ausgeschnitten. Auf die Rückseiten kommt jetzt jeweils wieder ein Magnet. Den befestige ich auch mit der Klebepistole. Und ganz zum Schluss werde ich die Fronten noch klar lackieren. Dann sind sie richtig schön versiegelt und man kann lange damit spielen. Dieses Magnetspiel lässt sich auch aus anderen Materialien, zum Beispiel Moosgummi, basteln. Wichtig ist nur das Magnetplättchen, damit die Deko an der Metallfarbe haftet. Mit dem Klarlack ist alles fixiert. Kriege ich gleich schon Lust zu puzzeln. Aber am besten, ich mache es gleich am Schrank. Die Schublade ist nämlich jetzt auch getrocknet. Dann kommt die rein und das Puzzeln geht los. Fast jedes Möbelstück lässt sich so zu einer Magnettafel umwandeln. Die Oberfläche muss nur möglichst glatt und staubfrei sein. Auch klassische Spiele wie Schach oder Dame lassen sich so auf Möbeln verewigen. So, geschafft. Jetzt habe ich alle Teile erstmal richtig zugeordnet. Und ich glaube, das ist ein richtig nettes Spiel für Kinder. Die können sich jetzt nämlich ihre eigenen Fantasietiere zusammenstellen. Probiere ich auch mal aus. Biene ist jetzt erstmal beschäftigt.